O Allah, ich habe keine Entlastung, also ich kann überhaupt keine Ausrede führen bezüglich meiner Sünden, so dass ich mich von der Schuld freisprechen könnte. Das meint er mit Entschuldigung. Tatsächlich, dass du es bedauerst. Und hier sagt Ibn Qayyim, und das ist wieder seine schöne Art und Weise, Allah Azza wa Jal yani anzuflehen. Und das, liebe Geschwister, sollte jeder Muslim machen, wenn man Allah um Vergebung bittet, Allah anzuflehen. Anzuflehen. Ja, was heißt anflehen? Yani, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, dass man immer und immer wieder Allah Azza wa Jal um Vergebung bittet. So wie es Ibn Qayyim rahimahullah hier es sagt. Er sagt, viel mehr ist gemeint mit der Entschuldigung, dass man die Erniedrigung zeigt und die Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der Feind stärker war und die Seele zu stark war, so dass ich nicht aus Verachtung dir gegenüber, o Allah, gesündigt habe. Ich habe nicht gesündigt, weil du mir nichts wert bist, o Allah. Ich habe nicht gesündigt, weil ich dich vergessen habe. Ich habe nicht gesündigt, weil ich dachte, du siehst mich nicht. Aber ich war zu schwach, o Allah. Ich war zu schwach. Und mein Glaube war nicht stark genug. Und ich war erkrankt mit diesen Begierden. Und ich erhoffte deine Vergebung. Das somit, so sprichst du Allah an. Voller Demut. Voller Demut. Wenn du sündigst, dann sagst du, ja Allah, ich weiß, du hast mir diese Gaben gegeben. Und je tiefer du ins Detail gehst, umso mehr schmilzt dein Herz dahin. Und deswegen im Dua ist die Sunna was? Erstmal Allah zu loben. Ich kann Astaghfirullah. Erst einmal, warum loben? Damit dein Herz merkt, mit wem du es zu tun hast. Zuerst mal sagst du, oh Allah, alles Lob gebührt dir. Du hast diese Welt erschaffen. Und du siehst jeden. Und du hast das Paradies erschaffen. Und die Hölle erschaffen. Und du bist derjenige, der uns versorgt. Ohne dich, oh Allah, sind wir verloren. Und so weiter, und so weiter. Und lobe Allah weiter. Je länger du Allah lobst, umso weicher wird dein Herz. Und das ist die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Zuerst einmal Allah preisen und loben. Wenn du dann Allah lobst, dann, du hast Allah gepriesen, dann kommt der nächste Aspekt, zeige deine Schwäche. Also du hast gesagt, oh Allah, du bist derjenige, der uns erschafft. Überleg dir, egal was du sagen möchtest. Sahih, Rasul sallallahu alaihi wa hatte Ad'iya, aber das heißt ja nicht, dass man nicht etwas anderes sagen darf. Also du sagst ja, oh Allah, du bist der Mächtige, Allhörende. Und das Schöne ist natürlich, und das ist die Gunst Allahs, dass er so viele Namen hat, dass du dann aus diesem Garten dieser Namen Allahs dir einen Strauß pflückst von Namen, die zu deiner Situation passen. O Allhörender, der du mich gehört hast, als ich gesündigt habe. O Allsehender, der du mich erblickt hast, als ich versucht habe, von den Blicken der Menschen zu entkommen, aber deinen Blick vergessen habe. Oder du die Menschen beobachtest, der du meine Gedanken kennst, noch bevor ich überlege, und so weiter, und so fort, und so weiter, und so fort. Dann, wie gesagt, der nächste Part, Demütigung. Demütigung. O Allah, ich habe deine Gaben missbraucht. O Allah, ich habe dich nicht gebührend respektiert. O Allah, ich schämte mich vor den Menschen, habe dich aber vergessen.
O Allah, ich bin wieder zur selben Sünde gekommen, obwohl ich dir versprochen habe, diese Sünde nicht mehr zu begehen. O Allah, du hast mir schon einmal verziehen, aber ich war nicht vertrauenswürdig. Und so weiter. Du musst dir zeigen, nicht ihm, er weiß es, Subhane, aber du musst dir zeigen, dass du nichts bist. Du bist nichts ohne Allah, Subhane. Wenn du das machst, dann, wenn du dann sagst, oh Allah, vergib mir, dann wird das nicht nur deine Zunge sagen, sondern dann wird das dein Herz sagen. Dann wirst du es wirklich wollen. Dann wirst du die Sünde gar nicht mehr genießen. Dann wirst du sagen, ich möchte diesen Moment, in dem ich bin, diese Dienerschaft, in der ich bin, das ist das Schönste im Leben. Der Mensch, je mehr er sich demütigt für Allah, umso mehr genießt er es. Hochmut, das ist kein Genuss. Demut, das ist der Genuss. Und wenn du das natürlich im letzten Drittel der Nacht machst und dann noch in der Niederwerfung und dann noch deine Tränen fließen, dann bist du in einem Paradies. Dann bist du in einem Paradies, wie einige der Salaf gesagt haben, wüssten die Könige, in welch einem Genuss wir sind, sie würden uns deswegen bekämpfen. Was für ein Genuss? Der Genuss dieser Demütigung. Die Menschen, die nicht an Allah glauben, die denken, was ist denn das, demütig, warum soll ich mich? Vergiss diese Leute, die wissen nicht, wer Allah ist. Die haben das nicht verstanden, nicht geschmeckt, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala, nicht gekostet, wer Allah, subhanahu wa ta'ala, ist. Aber du weißt es. Du weißt, wer Allah, azza wa jal, ist. Und deswegen empfindest du, also jeder von uns hat das mal empfunden, diese Millisekunde an Iman, im Gebet oder beim Koran lesen, was für ein Genuss das ist. Das ist der höchste Genuss, den es überhaupt gibt für Dunya. Also sagt Ibn Qayyim rahimahullah weiter, ich habe es also nicht aus Verachtung gemacht, auch nicht aus Vergessenheit gegenüber deiner Drohung. Allah drohte uns doch mit dem Höllenfeuer. Aber meine Neigung hat überwiegt. Und ich war zu schwach, meine Krankheit der Begierde zu besiegen. Und ich erhoffte mir deine Vergebung und vertraute auf deine Nachsicht und erwarte deine Großzügigkeit. Und getäuscht hat mich der Teufel, also der Täuscher, und die stets zur Sünde führenden Seele. Dann sagt er auch, und dein Schutz, der mich umhüllt. Das ist, liebe Geschwister, wir sitzen hier zusammen, weil keiner die Sünden des anderen kennt. Wir sitzen hier und hören uns, lieben uns, leben miteinander, weil Allah eines der größten Gaben uns gegeben hat, und das ist dieser Gewand des Schutzes, dass keiner die Sünden des anderen kennt. Wenn wir auch nur eine Sünde des anderen kennen würden, niemand würde hier sitzen. Niemand würde sich trauen, aus der Wohnung zu gehen. Und dann sagst du, oh Allah, da du mich geschützt hast, bin ich schwach geworden. Und habe nochmal gesündigt. Da du mich bedeckt hast oder verdeckt hast vor den Blicken der Schöpfung, bin ich leider schwach geworden. Anstatt, oh Allah, dass ich dir danke für diesen Schutz und für die mangelnde Bloßstellung, hat meine Seele mich wieder überwältigt und habe es wieder missbraucht. Auch diese Gabe, die du mir gegeben hast. Und das ist eben, sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, die wahrhaftige Taube. Das ist die wahrhaftige Taube, dass du tatsächlich Allah azza wa jal anflehst.